Wir bauen hier im 22. Wiener Gemeindebezirk ein Projekt, das nennt sich Star 22. Ist ein Multifunktionsareal aus Bürogebäuden, Tiefgaragen, Einkaufszentrum, Studentenheim und Caritas-Pflegeheim. Die große Herausforderung bei diesem Projekt war einerseits am Beginn des Projektes, hier in einem Bereich des Donauuferbereiches zu arbeiten, wo der Grundwasserspiegel knapp 5 Meter abgesenkt werden musste und die Baugrundsicherung entsprechend angepasst werden musste. Wir verbauen hier in 1,5 Jahren eine Auftragssumme von über 50 Millionen Euro schlüsselfertig. Die Größe des Areals ist in etwa 30.000 Quadratmeter. Auf dieser Baustelle werden in Summe in etwa 50 Unternehmen tätig sein und die maximale Arbeiteranzahl wird knapp über 300 Personen liegen. Die zweite große Herausforderung ist es, wie Sie sehen, diese Gebäude mehr oder weniger zeitgleich vom Rohbau hin über den Ausbau in einer sehr, sehr kurzen Bauzeit herzustellen. Wir sind hier angehalten, ökologisch freundliche Materialien zu verwenden. Diese Ökobaurichtlinien der Stadt Wien werden dadurch auch eingehalten. Es gibt mehrere spezielle Herausforderungen. Bei uns ist es vor allem die sehr kurze Bauzeit von nicht einmal 19 Monaten ab Baubeginn bis Übergabe, schlüsselfertig. Wir haben insgesamt an Erdaushub bewältigt und abgeführt 120.000 Kubikmeter. Beton verbaut wurde auf beiden Objekten insgesamt knapp 50.000 Kubikmeter. Bewährungsstahl, welcher in die Decken, in die Wände und in die Stützen eingebaut wurde, haben wir insgesamt 4.000 Tonnen eingebaut. Das entspricht hochgerechnet ca. 20 Jumbojets. Die wichtigsten Dinge zur Umsetzung auf so einer Baustelle für meine Person sind es, dass wir trotz eines strukturellen Ablaufes das persönliche Wohlbefinden im Team der Bauleitung und auch bei den Polieren und bei den Arbeitern draußen relativ hoch halten. Und ein, glaube ich, wichtiger Garant dafür, dass wir so gut unterwegs sind und dass wir die Baustelle erfolgreich beenden werden. Wir sind, wie Sie gesagt haben, im Finale des Projektes. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben das Objekt fristgerecht hergestellt. Die Nutzer sind zufrieden und haben vor allem, und auf das können wir stolz sein, eine hohe Qualität geliefert. Summa summarum möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinen Mitarbeitern auf der Baustelle, beim ganzen Team, dass das hier mit viel Fleiß und Freizeitverzicht möglich gemacht hat, dass dieses Bauwerk entstehen hat können. Abschließend können wir alle stolz sein darauf, was wir geleistet haben, und dem Bauherrn mit seinem Objekt alles Gute für die Zukunft wünschen.